In diesem Video möchte ich erzählen, wie ich Pianistin und Klavierlehrerin wurde. Ich bin in einer kleinen Stadt namens Kopeis geboren. Diese Stadt liegt in Russland, genauer gesagt im südlichen Ural, neben der Stadt Sverdlovsk und ganz in der Nähe von Tscheljabinsk. Meine Mutter unterrichtete Geige und war eine weit anerkannte Lehrerin in Russland. Mein Vater war ein Oberstleutnant und Hobbymusiker. Er spielte Gitarre. Er schaffte es sogar mit seiner Band auf Konzerten durch ganz Russland zu reisen. Und er spielt die Gitarre immer noch mit großer Leidenschaft. Meine Großmutter war Geschichts- und Geographielehrerin. Sie hatte eine großartige Stimme. Tatsächlich begeisterte sie meinen Großvater mit ihrer Stimme, als sie sich das erste Mal trafen. Und mein Großvater beeindruckte sie seinerseits mit seinem Akkordeonspiel. 2 Monate nach ihrer ersten Begegnung heirateten sie. Ich habe meinen Urgroßvater, den Vater meines Großvaters, nie gesehen. Aber ich weiß, dass er ebenfalls wunderbar Akkordeon spielte und der erste Mann im Dorf war. Das sagt man so in Russland. Meine Tante war eine sehr begabte Opernsängerin. Ihre Tochter eine begabte Geigerin. Man kann sagen, ich bin Lehrerin in der dritten und Musikerin in der vierten Generation. Schon im Kindergarten stand mein Wunsch, Musiker zu werden, fest. Ein für mich unvergesslicher Moment. Wir lernten gerade ein Kinderlied und ich sah unsere Lehrerin beim Klavierspielen zu und beschloss, auch Pianistin zu werden. Damals war ich etwa 6 Jahre alt. Ab 7 ging ich zur Musikschule. Meine Mutter fand für mich eine wunderbare Lehrerin, die ich sehr liebte. Ich erinnere mich auch daran, dass mein Vater anfangs mit mir zu Hause Klavier geübt hat. Wie ich später herausfand, tat er das nicht, weil er mich wirklich in meinem Interesse an der Musik unterstützen wollte, sondern weil meine Mutter nie genug Zeit und Nerven für das Lernen mit mir hatte. Aber üben musste ich regelmäßig. Nach einer Weile übte ich aus eigener Initiative und das täglich stundenlang. Je mehr ich übte, desto mehr Erfolg hatte ich. Ich begann an Wettbewerben als Pianistin und sogar als Komponistin teilzunehmen. Als ich 13 Jahre alt war, belegte ich den ersten Platz beim städtischen Klavierwettbewerb von Kopeisk. Aber natürlich wäre das ohne intensives Lernen nicht möglich gewesen. Zusätzlich zu 2 individuellen Lektionen pro Woche in der Musikschule lernte ich 6 Stunden am Tag selbstständig, sogar in den Ferien. Nicht einmal der kalte Raum, in dem mein Instrument stand, hielt mich davon ab. Im Winter zog ich sogar Filzstiefel und ein paar Pullover an, um weiter stundenlang am Klavier zu üben. Nachdem ich mehrere Wettbewerbe gewonnen hatte, wurde ich eingeladen an einer speziellen Musikschule für begabte Kinder in Tscheljabinsk zu lernen und erhielt eine Auszeichnung von Gouverneur der Region. Es war nicht sehr einfach, dort zu lernen.
denn ich musste jeden Tag weit in eine andere Stadt fahren. Aber das Lernen dort war sehr interessant und, offen gesagt, prestigeträchtig. Um an dieser Schule zu lernen, musste man wirklich beweisen, dass man es wert war. Ich habe an dieser Schule viele Freunde gefunden. Die Lehrer waren von höchster Qualität, professionell und liebten ihren Beruf. Das waren für mich interessante und arbeitsintensive Jahre. Nach der Spezialmusikschule ging ich aufs College. Dort war ich 4 Jahre lang. Das College befand sich im selben Gebäude wie die Schule, sodass sich im Grunde nichts änderte. Dieselbe Lehrer, dieselbe musikalische Atmosphäre. Nur das Niveau der Ausbildung der musikalischen Werke und der Lernanforderungen wurde noch höher. Dann kam das Fach Musikpädagogik hinzu und ich hatte meine erste Schülerin. Das Unterricht machte mir wirklich Spaß. Ich tat es mit großer Inspiration. Die Schülerin ging mit großem Vergnügen zu meinem Unterricht und war sehr traurig, als meine pädagogische Ausbildung endete. Dann hatte ich noch mehr Schüler, als ich anfing, in einer Musikschule zu arbeiten. Während meines Studiums am College wurde mir klar, dass ich Klavieranfänger unterrichten wollte. Ich mochte es wirklich, Menschen durch das Spielen eines Instruments zu verzaubern und ich war gut darin. Meine Schüler liebten mich und wollten sich nicht von mir trennen, als ich in eine andere Stadt zog. Nach dem College besuchte ich dann die russische Gnesin Musikakademie. Um ehrlich zu sein, habe ich das College vermisst. An der Akademie hatte ich nicht viel Glück mit meiner Lehrerin in meinem Spezialfach Klaviersolo. Sie war ein erstklassiger Profi, aber sie unterrichtete sehr streng. Während meines Studiums an der Akademie, die Ausbildung dauerte 5 Jahre, habe ich jeden Tag 8 Stunden lang geübt. Darüber hinaus arbeitete ich auch als Lehrerin und Chorrepetitorin. Ich bin um 5 Uhr morgens aufgestanden und um 1 Uhr ins Bett gegangen. Alle 3 Monate legten wir Prüfungen ab. Es gab Prüfungen in Kammermusik, Vokal- und Instrumentalmusik, Cembalo und später Orgel. Und die schwierigsten Prüfungen waren natürlich die Fachprüfungen. Wir mussten komplexe, umfangreiche Programme auswendig spielen. Das alles wäre ohne stundenlanges Üben unmöglich gewesen. Außerdem habe ich nicht das Talent, Musik schnell auswendig zu lernen. Aber dank dieser Tatsache habe ich mein eigenes System zum Lernen von Musikstücken entwickelt. Meine Methode besteht darin, musikalische Werke zunächst zu analysieren und sie so zu ordnen, dass sie klar und leicht zu lernen sind. Die ganze Arbeit findet zuerst im Kopf statt und wird dann mit den Fingern gemeistert. Bewusstes und professionelles Spielen, das ist es, was ich gelernt habe und was ich meinen Schülern beibringen möchte. Wenn ich an meine Jahre an der Akademie zurückdenke, erinnere ich mich gerne an meine Konzertbesuche beim großen Musiker. Ich besuchte jede Woche oder sogar mehrmals pro Woche Konzerte. Ich hörte unglaublich viel Musik und viele verschiedene Künstler.
Und das war natürlich auch ein starker Antrieb für meine Entwicklung als Musikerin. Und es waren wunderbare Momente. Nach meinem Abschluss an der Akademie wurden mir die Qualifikationen Konzertmusiker, Kammermusiker, Korrepetitor, Musikpädagogik in der Fachrichtung Instrumentaldarbietung, Klavier, zuerkannt. Als ich meine Geschichte über meine Entwicklung als Pianistin und Musikpädagogin erzählte, wurde mir wieder einmal klar, wie viel Arbeit und Fleiß ich in meinen Beruf gesteckt habe. Aber es hat sich gelohnt, denn jetzt kann ich all mein Können und Wissen an meine Schüler weitergeben und alle Erfolge meiner Schüler, sei es das erste gelernte Stück, die erste Aufführung, die Teilnahme oder der Sieg bei einem Wettbewerb, das alles inspiriert mich sehr, macht mich wahnsinnig glücklich und motiviert mich, noch mehr zu geben. Und Gott sei Dank gibt es Menschen, die glücklich sind, dieses Wissen von mir zu bekommen, die von ihren kleinen und großen Erfolgen begeistert und glücklich sind. Mit Liebe zur Musik, eure Elena.